Willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal und wenn ihr neu seid, herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich mit euch den Garmin Coach der Forerunner 55 vorstellen. Das ist eines der Features, die jetzt mit der Forerunner 55 gekommen sind. Und dann möchte ich euch mal ein bisschen zeigen, wie das Ganze aussieht, wie das Ganze funktioniert. Ja, als allererstes habt ihr die Möglichkeit auf Garmin Connect, sowohl über die Web-Oberfläche als auch über die App, ich werde das Ganze mal in der App zeigen, einen Coach auszuwählen. Dafür geht ihr auf die Trainingspläne und da bekommt ihr drei verschiedene Coaches angeboten. Ihr habt zudem Möglichkeiten, in drei verschiedenen Rubriken das zu machen. Einmal für 5 Kilometer, für 10 Kilometer oder für einen Halbmarathon oder das Ganze natürlich auch mit dem Fahrrad zu machen. Ich werde mich jetzt aber hier mal speziell auf das Laufen konzentrieren, da ich zum Beispiel auch keinen Powermeter fürs Fahrrad habe. Ihr gebt bei dem Coach dann entsprechend eure Parameter ein, was jetzt eure Pace ist, was euer Ziel ist, was ihr wöchentlich absolviert. Und dann bekommt ihr drei Coaches vorgeschlagen. Jeder Coach hat eine andere Stärke bzw. einen anderen Fokus. Ich habe jetzt ganz viel mit dem Jeff gemacht und da gibt es ja auch einen Blog dazu. Ich habe hier einen Laufblog, den werde ich euch mal einfach verlinken. Da zeige ich euch ein bisschen, wie das Ganze mit Jeff funktioniert. Und jeder hat, wie gesagt, seine eigene Philosophie und jeder Coach hat entsprechend auch eigene Trainingseinheiten. Das heißt, jeder geht da anders an die Sache heran, auch mit verschiedenen Intensitäten bzw. auch mit verschiedenen Philosophien. Und das Ganze wird dann innerhalb dieses Coachings oder bzw. dieses Trainingsplans nach Schritt für Schritt vorgestellt. Ihr seht dann diverse Videos zu Workouts, die ihr machen wollt, zum Jeff zum Beispiel so. Da wird dann erklärt, wieso ihr jetzt zum Beispiel eine Magic Mile laufen sollt oder warum ihr jetzt eine Gliederübung macht. Also wenn ihr das Ganze macht, wisst ihr genau, von was ich rede. Und so bekommt ihr das Ganze vorgestellt. Aber ich würde sagen, ich zeige euch mal in der Praxis, wie das funktioniert. Ja, um den Garmin Coach starten zu können, müsst ihr einfach hier oben auf das Startsymbol gehen und entsprechend die Laufaktivität ausführen. Und hier bekommt ihr direkt eigentlich schon vorgeschlagen, hier das Training zu starten, im Bergtraining. Wenn ihr das Ganze aus irgendwelchen Gründen überspringen solltet, dann geht jetzt einfach nochmal hier rein, ins Laufen hinein und dann drückt ihr nochmal ganz lange die mittlere Taste. Und dann geht ihr auf Training, auf den Trainingskalender gehen und hier sind dann entsprechend heute das Bergtraining hinterlegt und könnt es auswählen. Und hier könnt ihr auch nochmal eine kleine Übersicht anschauen, wie das Ganze aufgebaut ist, was ihr machen müsst. Aber die Anweisung bekommt ihr dann auch entsprechend in der Uhr angezeigt. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ja, die meisten Trainings fangen dann mit einem Warm-up an. Und ihr bekommt dann immer ein Signal, wenn entsprechend dann das Training sich ändert. Und wir sehen jetzt auch hier, wo das Live-Track gestartet. Das geht auch über diese Uhr. Dazu habe ich ein Video gemacht. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Ich verlinke es euch oben. Ich würde mal sagen, wir machen mal das Warm-up. Ja, man bekommt auch jetzt entsprechend angezeigt, was die nächste Übung ist. Und hier muss ich jetzt eine Schrittfrequenzübung machen. Und dann muss ich in einem bestimmten Bereich sein. Und das ist der Trainingsplan von Jeff. Und den werden wir jetzt einfach mal machen. So, man sieht hier einen roten und einen grünen Balken. Also links und rechts rot, Mitte grün. Und wir müssen uns im grünen Balken bewegen. Das heißt, da ist ein schwarzer Strich und der muss dann drin sein. Ja, und so funktionieren eigentlich alle Workouts. Ihr bekommt dann so einen Balken entsprechend angezeigt, wenn ihr was mit Pace machen müsst. Und dann wird gecheckt, ob ihr in der Pace seid. Und so habt ihr immer die Anzeige bei allen Übungen. Ja, beim Bergtraining bekommt ihr dann auch die Möglichkeit, erstmal zur Position des Berges zu laufen und entsprechend dann mit links unten die Lat-Taste zu drücken und dann zu starten. So habt ihr halt immer die Möglichkeit zurückzulaufen, wenn ihr keinen durchgehenden Berg habt. Also sehr komfortabel. Ja, wenn ihr das Ganze dann synchronisiert habt, bekommt ihr unter dem Garmin-Coach dann entsprechend die Läufe angezeigt und das Ganze wird auch bewertet. In dem Fall sehen wir jetzt hier, ich habe für diese 3,08 Kilometer Lauf einen ausgezeichnet bekommen und dann gehen wir einfach mal in den Lauf hinein. Ja, und dann sehen wir schon die kleine Übersicht. Wie gesagt, das waren jetzt 24 Minuten, die wir gelaufen sind. Ich bekomme dann unten eine Anzeige, ich habe es bis als sehr stark bewertet und dann sehe ich dann, mit welcher Uhr ich gelaufen bin. Unten habe ich dann noch ein Shoe-Tracking, dazu mache ich mal ein eigenes Video, wie sowas funktioniert. Und dann kann ich mir die entsprechenden Parameter anschauen. Die sind jetzt natürlich bei der Forerunner dadurch, dass die Uhr halt einige Sensorik nicht hat, sehr begrenzt. Aber für, ich sag mal, für den Durchschnittsläufer ist das völlig ausreichend. Ich sehe einmal die Pace, die ich gehabt habe, dann meine durchschnittliche Geschwindigkeit, meine Herzfrequenz und auch entsprechend meine Höhenzunahme. Die Höhenzunahme wird beim Forerunner dann über die GPS-Daten ermittelt. Das heißt,
Anhand der GPS-Daten weiß das Gerät dann, in welcher Höhe ihr euch befunden habt, beziehungsweise die wird aus der Karte ermittelt und so werden dann entsprechend Höhen angegeben. Ich habe dazu auch mal noch ein Video gemacht, könnt ihr euch auch mal anschauen, wie das Ganze funktioniert und wie das Ganze gemacht wird, beziehungsweise wie genau das ist. Ich habe es dann mal mit einer Fenix 6 mal verglichen, die ja ein Höhenmesser im Gerät verbaut hat. Und genau, so habt ihr dann entsprechend die ganzen Übersichten. Dann könnt ihr in der Grafik nochmal Details angucken, wie eure Pace war, eure Herzfrequenz und auch eure Schrittfrequenz wird in der Uhr ermittelt. Und wie ihr jetzt nochmal seht, gibt es dann ein Diagramm über die Höhen und ihr seht dann, in welchem Zeitbereich euer Puls gewesen ist. Ja, ich habe jetzt hier den Trainingsplan mit Jeff laufen, Halbmarathon-Trainingsplan unter 2 Stunden. Wie man sieht, ich bin jetzt in der Woche 9 von 17 und man sieht dann rechts eine Genauigkeit. Und da ist zu sehen, dass ich jetzt noch im grünen Bereich bin. Es tendiert aber schon zur Mitte. Es liegt aber daran, dass ich teilweise zu schnell bin und ich war jetzt auch einmal krank und es gibt halt Verschiebungen. Und ja, das ist so eine Bewertung, aber da soll man jetzt eigentlich nicht so viel drauf geben, weil es im Endeffekt zählt ja das, wie man sich selber fühlt und weiß dann, ob das funktioniert. Dann habe ich eine komplette Übersicht meiner Aktivitäten, die ich schon alle gemacht habe und jedes Mal ist eine Bewertung dabei. Heute zum Beispiel hatte ich ein Intervalltraining, stets gutes Potenzial. Und dann sehe ich noch entsprechend diverse Videos. Ich starte jetzt keine Videos, weil ich es nicht weiß, wie das mit den Bildrechten ist. Wenn in den Videos dann erklärt, was jetzt gut ist, warum du das machst und was der Aufbau der Ausdauer zum Beispiel in dem Fall jetzt hier zu tun hat, bei Beibehalten der Motivation, dass die Motivation beibehält. Also so gibt es halt ein paar Erklärungen. Muss man dazu sagen, das Ganze ist auf Englisch mit deutschen Untertiteln. Aber ja, dann gibt es noch den Garmin Connect Kalender. In diesem Kalender werden dann entsprechend die Trainings, die dann in die Zukunft kommen, beziehungsweise die ihr in der Vergangenheit gemacht habt, auch aufgelistet. Ihr seht dann, wenn ich jetzt zum Beispiel hier reingehe, in den September ist es bei mir dann, die nächsten Trainings, da kann ich dann einsehen, was für ein Training ich habe. Zum Beispiel am 1. September wäre das jetzt hier die Magic Mile. Da könnte ich mir anschauen, oder bei Intervallen kann ich dann nachschauen, wie viel ich dann machen muss. Aber ich habe auch die Möglichkeit, die Trainings umzuplanen. Dafür gehe ich einfach dann in das entsprechende Training hinein, drücke oben auf die 3 Punkte und sage einfach hier neu planen. Dann kann ich mir entsprechend ein neues Datum auswählen, in dem Fall dann den 2. Könnte ich dann auswählen, sagen hier neu planen. Und dann würde das Training entsprechend an diesem Tag stattfinden und nicht am 1., wenn ihr nicht könnt. Ihr müsst es unbedingt machen, wenn ihr das wisst, dass ihr es nicht machen könnt, weil wenn ihr das den Tag verstreichen lasst, könnt ihr es nicht mehr aus der Vergangenheit rüberplanen. Das ist dann verlorenes Training. Das wäre natürlich schade. Es ist auch schade, dass das überhaupt nicht möglich ist, dass man das dann mitnehmen kann oder noch nachplanen kann, weil es kann immer was dazwischen kommen. Und ja, das ist so ein kleines Manko, aber wenn ihr das wisst, könnt ihr das machen und entsprechend neu planen bzw. umplanen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch jetzt einen kleinen Einblick geben in den Garmin Coach und den Trainingsplan, den Garmin zur Verfügung stellt. Und ja, das Ergebnis ist bei allen Uhren eigentlich das gleiche. Also wie gesagt, die Parameter, die ermittelt werden, sind halt unterschiedlich, weil die Uhren halt verschiedene Sensoriken haben. Aber vom Laufergebnis oder vom Ziel ist es dasselbe. Und so hilft euch ein bisschen Garmin bzw. Garmin Coach da entsprechend eure Ziele zu erreichen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Umso mehr würde ich mich auch noch im Abo freuen, um euch wiederzusehen. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.